das ein Seitensprung? Nee. Und warum ist das was anderes als ein Fickloch im Puppenhaus? Weil das Loch da Fleisch und nicht Latex ist. Ist doch logisch, oder? Fleisch, genau. Das denkt nicht, fühlt nicht, ist einfach nur ein Loch zum Ficken. Könnte genauso gut Latex sein. Ist bloß eleganteres Wichsen. Das ist es. Krass. Mann, du hast voll recht, ey. Kommen in Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt Ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Afterlife. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Fick dich ins Knie, Johnny. Alle hier Spielzeuge sind bei uns sicher. Danke, wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt.
Wasser sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Ich bin Sky. Und du musst Vincent sein. Wie? Nur wie? Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie? Wie? Nur wie? Okay. Das könnte interessant werden. Okay, wie? Du stirbst also. Woher weißt du, dass ich sterbe? Tief in deinem Innern fürchtest du es. Versteckst dich vor der Furcht. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Sieh dich um. All das kommt aus dir. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker. Sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Du meinst, du kennst mich? Okay. Dann sag mir, wovor ich solche Angst habe. Es ist etwas, über das du nicht sprichst. Jeder hat Geheimnisse. Und meine habe ich aus gutem Grund. Sag es. Sprich es aus. Nicht für mich, sondern für dich. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Bin einmal draufgegangen. Und jetzt sterbe ich wieder. Keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll. Zufrieden? Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Was ist daraus geworden, der Beste in Night City zu werden? Ich will immer noch der Beste sein. Das habe ich nie aufgegeben. Aber die Chance, das noch zu schaffen, wird immer kleiner. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war, dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden. Als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden? Anders als jetzt? Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder nur eine nervige Stimme im Kopf eines Fremden. Du siehst den Tod nicht als Zerstörung oder das Ende, sondern als Veränderung. Das allein könnte dein Leben retten. Ich habe Angst, jemand anderes zu werden und zu vergessen, wer ich bin. Du wirst schon jemand anderes. Jede Sekunde, jeden Tag. Trotzdem, ich spüre eine Verbindung. Zu meinem früheren und zukünftigen Ich. Was du wirklich fürchtest, ist jemand zu werden, den du nicht mehr wiedererkennst. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Und das wäre, sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Aber wie halte ich Schritt mit allem, was sich verändert? Das tust du doch schon. Du hast etwas bewirkt. Nichts, rein gar nichts auf dieser Welt befindet sich nicht im stetigen Wandel. Das trifft auch auf dich zu. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Danke, für alles. Oh Mann,
Ich will jetzt nicht mal aufstehen. Wollen die wenigsten. Aber alles hat ein Ende. Afterlife. Was ist los? Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt zum Reden? Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Evelyn Parker, was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein, wollen es zerstören. Vergiss es. Gehe. Ich brauche diese Info. Nenn mir deinen Preis. Fick dich, deine Eddies und dein Mädchen. Für sowas könnte ich hier rausfliegen. Ich würde dich gut bezahlen. Okay, meinetwegen. Gib schon her und verpiss dich, ich Ärger kriege. Ist hier in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter, als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Wer ist Tom? Eine Puppe, wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expedi-Star? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich, Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar. Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ist das ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir sie hinaus begleiten. Neue Hardware. Motorrad, nicht Motor. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor.
hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Entspann dich, ich tu dir nichts. Ich will nur ein wenig reden. Wo ist Evelyn? Ich muss sie dringend sprechen. Es ist wichtig. Bist du sauer auf sie oder so? Nein. Weißt du jetzt, wo sie ist oder nicht? Sie ist nicht hier. Ich hab ständig versucht, sie anzurufen, aber keine Antwort. Hab gehört, sie kriegt einen neuen Gesichtschip in der Klinik in Osaka. Nein, warte. Oslo. Das war's. Osaka oder Oslo? Was denn nun? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat Evelyn dir selbst gesagt, dass sie weggeht? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Hootman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Hootman, wer ist das? Mr. Forrest, aber wir nennen ihn Hootman. Keine Ahnung, warum. Okay, also Mr. Forrest, was macht er? Er ist sowas wie ein Hausmeister, findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese Scheißsituation bringt, träumen kann man ja. Schädel schwimmen in den Puppen. Die sollten die mal ersetzen. Was? Ah! Ah! Ah!
Tiger Claws sind regelrechte Spanner, beobachten ihre Puppen genau, wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Werfen wir mal einen Blick drauf. Noch frisch, nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord.
von jünger Pfingst versehen. Was ist das? Der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Was meinst du? Cyberpsychose? Verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Ganz ruhig, entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Ah! Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder es geht. Das könnte funktionieren. Er hat sie an einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys.